Heute in Nano. Brennendes Flüchtlingsheim. Woher die Angst vor Fremden kommt. Ein Delfin, der freiwillig mit Menschen lebt. Und die Eisschmelze an den Polen hängt nicht nur von steigenden Temperaturen ab. Und damit recht herzlich willkommen bei Nano. In Tröglitz brannte am Wochenende das Flüchtlingsheim. Aber Tröglitz ist überall. Im vergangenen Jahr gab es mindestens 150 rechtsextrem motivierte Attacken. Bevor wir mit dem Konfliktforscher Andreas Zick darüber sprechen, woher dieser Hass kommt, ein kurzer Rückblick auf die Ereignisse in Sachsen-Anhalt. Der verkohlte Dachstuhl der Flüchtlingsunterkunft. Wie ein Mahnmal ragt er in den Himmel. In den nächsten Monaten werden hier keine Asylsuchenden einziehen. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund ist noch nicht bewiesen, doch in einem sind sich Polizei und Staatsanwaltschaft ganz sicher. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird von einer schweren Brandstiftung ausgegangen. Auch ein versuchtes Tötungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden. Seit Wochen machen Menschen aus der Region Stimmung gegen die Flüchtlingsunterkunft. Immer in der ersten Reihe NPD-Kreistagsabgeordneter Steffen Thiel. Wir werden sehen, was jetzt hier passiert. Wir werden auch schauen, wie viele hierher kommen. Wir werden das dann vielleicht auch ab und zu mal wie nachzählen, sage ich jetzt mal. Und viel mehr können wir auch nicht tun. Die Proteste richteten sich auch gegen den damaligen Ortsbürgermeister Markus Nirt. Als die Rechtsradikalen vor dem Wohnhaus seiner Familie demonstrieren wollen, zieht er die Reißleine und tritt zurück. Seit dem Osterwochenende erreichen auch ihn Hassmails und sogar Morddrohungen. Götz Ulrich, Landrat des Burgenlandkreises, zu dem Tröglitz gehört. Er hat sich immer für die Unterbringung von Flüchtlingen stark gemacht. Die Menschen in Tröglitz sind schockiert. Trotzdem wollen sie weiterhin Asylbewerber in ihre Gemeinde aufnehmen. Tröglitz, kein Einzelfall. Die Stimmung gegenüber Flüchtlingen ist aufgeheizt. Fremdenhass eine Herausforderung, der sich alle stellen müssen. Im Schnitt alle 3 Tage werden in Deutschland Wohnungen oder Heime von Flüchtlingen angegriffen. Mal sind es Brandsätze wie in Tröglitz, mal Volksverhetzung, mal Angriffe mit Waffen auf die Bewohner. Professor Andreas Zick leitet das interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschungszentrum an der Uni Bielefeld. Herr Zick, können Sie uns erklären, woher dieser Hass eigentlich kommt? Na, dieser Hass hat erstmal eine lange Geschichte. Er ist Folge, das, was wir jetzt sehen, ist Folge einer rechtsextremen Propaganda, die Meinungen der Bevölkerung aufgreift, sie kanalisiert, die auch Kontrollen übernimmt. In dem Einspieler haben wir das gesehen. Die Propaganda hat funktioniert. Und es ist auch der Verlust einer sozialen Norm in einer bestimmten Kommune. Denn solche Angriffe sind durch nichts legitimiert, aber anscheinend werden sie so legitimiert. Ich glaube auch, dass der Hass eine Folge der massiven Vorurteile sind, die in der Gesellschaft verbreitet sind. Die Leute agieren ja so gegen Flüchtlinge, weil sie an die Bilder glauben, die sie selbst in ihren Vorurteilen produzieren. Wirtschaftsflüchtlinge, Kriminalität, Abwertung von Wohnungen. Das alles ist propagandistisch zu nutzen, insbesondere da, wo Normen nicht klar sind und Menschen an diese Normen, die die Demokratie ausmacht, auch nicht mehr glauben. Heißt das auch, dass die Menschen dort vielleicht Angst haben, Angst vor einem Abstieg, Angst davor, dass sie etwas verlieren gegenüber denen, die da zu uns kommen? Also das ist in der Regel eine emotionale Gemengelage. Die einen haben tatsächlich Angst vor etwas Neuem, da kommen Asylbewerber, Flüchtlinge, ich weiß es nicht. Wesentlich ist, dass die Angst in eine Unsicherheit überführt wird. Wenn die Menschen verunsichert sind, dann gucken sie sich um. Und dann gucken sie sich um und fragen sich, wer gibt mir eigentlich jetzt vor, was ich zu tun habe, wie ich zu denken habe und so weiter. Und diese Verunsicherung, die kann man propagandistisch ausnutzen. Und wir wissen im Moment, dass viele Gruppen diese Volksmeinung ausnutzen. Und sie können die Propaganda kanalisieren. Sie reden den Bürgern an, ihr seid ohnmächtig, ihr seid die wahren Verlierer. Das ist so eine Deprivationsideologie, die kann man nutzen. Dann zeigt man, wo der Feind ist. Und man bietet eine Lösung an, eine Bürgerwehr, eine Kontrolle. Und schon ist die Sicherheit wiederhergestellt. Und das ist im Grunde genommen eine Aushöhlung von demokratischen Prozessen, die hier geschickt genutzt wird. Also es ist nicht die Überfremdungsangst alleine, sondern eine propagandistisch ausgenutzte Angst, die hier kanalisiert wird. Ja, wir haben gesehen, dass der NPD-Vertreter dort Propaganda betreibt und Angst macht. Inwieweit geht diese Propaganda auch von den anderen Parteien aus? Ist es sozusagen so eine allgemeine Stimmung, die auch im Volk überhaupt aufgerührt wird?
Ja, wir hören ja jetzt wieder Diskussionen um die guten und die schlechten Geflüchteten, um die nutzbringenden und die weniger nützlichen Flüchtlinge und so weiter. Das heißt, wir diskutieren darüber, in welche Schublade gehören welche Flüchtlinge, die potenziell alle Opfer sein können. Und wir haben ja auch einen Anstieg von Hasskriminalität, auch von Beleidigungen auf der Straße und so weiter, die jetzt Menschen mit Migrationshintergrund erfahren. Also diese Diskussion darüber, in gute, schlechte Flüchtlinge und so weiter, spielt bei der Unterbringung zunächst überhaupt gar keine Rolle. Aber scheinbar kann man die Diskussion führen. Nein, da gehen Grundnormen verloren. Und dann muss man eben immer wissen, mit welchen Kategorien, mit welchen Schubladen man politisch spielt. Ganz kurz noch, was kann man da tun? Was ist die richtige Reaktion? Weil Toleranz kann man ja letztendlich nicht verordnen von oben. Nein, man muss Toleranz erstmal verstehen. Toleranz bedeutet Wertschätzung, auch wenn die anderen ganz anders sind. Und Flucht und Asyl braucht Wertschätzung, das ist geboten. Man kann Toleranz fördern, man kann Toleranz lernen. Wir brauchen aber da eine Stärkung der kommunalen Demokratie. Also Demokratie muss im Grunde genommen wieder eingeübt werden. In Sachsen-Anhalt, in Sachsen gibt es viele Projekte, die könnten jetzt der Kommune helfen. Ja. Es gibt dort Potenzial, an das muss man bauen. Und man muss den Rechtsextremismus aktiv und sehr deutlich bekämpfen, denn er hilft den Bürgern nicht, sondern er bringt die Kommune letztendlich an den Rand. Das heißt, wir sind alle gefragt. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Herr Zick. Danke Ihnen. Zum nächsten Thema. Wenn man den Medizingurus Glauben schenkt, dann brechen rosige Zeiten für uns an. Denn die Forschung entdeckt immer mehr Zusammenhänge zwischen Krankheiten und unseren Erbanlagen. Ob Hautkrebs oder Autismus, die Gene sind fast immer in irgendeiner Form beteiligt. Und die Hoffnung ist, dieses Wechselspiel von Krankheit, Genen und unserem Lebenswandel zu verstehen und gesund zu bleiben. Beim Herzinfarkt ist man jetzt einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Die Familie von Hans Weisbart trägt möglicherweise ein besonderes Risiko in sich. Das Risiko für einen Herzinfarkt. Sein Vater starb mit 60 an Herzversagen. Einige Jahre später sein Onkel. Letztes Jahr erlitt sein Bruder einen Infarkt und auch er selbst hat Herzprobleme. Also man macht sich sicherlich Gedanken wegen der Häufung. Ich meine, dass man verstirbt, ist ein ganz normaler Vorgang. Dass wir unterleben, ist halt endlich. Aber dass die Häufung von Herzinfarkten väterlicherseits doch eine Dimension hatte, die einem zum Nachdenken anregt, nämlich nicht nur mein Vater, sondern auch mein Onkel, ist er daran verstorben. Bei den anderen beiden wissen wir es nicht, weil sie halt doch sehr früh verstorben sind, aber durch andere Umstände. Da macht man sich dann schon Gedanken, ob man nicht selber Gene des Vaters mitbekommen hat. Risikogene, die Ursache für die vielen Herzinfarkte sein könnten. Wissenschaftler vermuten schon länger einen Zusammenhang zwischen Herzinfarkt und Genetik. Um mehr darüber zu erfahren, untersuchte die Lübecker Genforscherin Jeanette Erdmann das Blut von 25 Herzinfarktfamilien aus ganz Deutschland. Erst isolierten die Forscher die Erbsubstanz. Dann analysierten sie alle Gene und verglichen sie mit denen gesunder Familienmitglieder. Sie fanden starke Auffälligkeiten in einzelnen Genen, die auf ein direkt vererbbares Risiko schließen lassen. In anderen Studien entdeckten sie viele schwächere Genmutationen, die ebenfalls das Risiko erhöhen. Wir kennen mittlerweile aus den letzten Jahren, aus den Studien, die wir durchgeführt haben, ca. 70 Herzinfarkt-Risikogene. Genetische Veränderungen in diesen Genen erhöhen das Risiko für den Herzinfarkt, jeweils aber nur minimal. Das heißt, es muss dann schon in der Bevölkerung, muss man viele von diesen häufigen genetischen Varianten tragen, damit das Risiko wirklich spürbar ansteigt. Schon heute kann das individuelle Risiko mithilfe von Gentests bestimmt werden. Die Forscher wollen aber auch Therapien entwickeln, die direkt auf die Gene wirken. Dabei helfen sollen diese winzigen Fischchen, Zebra-Berblinge. Sie wurden genetisch so verändert, dass sie die gleichen Mutationen im Erbgut aufweisen wie die Risikopatienten. Ihr Herz-Kreislauf-System ist zwar wesentlich einfacher gebaut, funktioniert aber ähnlich wie beim Menschen. Nun werden die Zebrafische mit einer cholesterinreichen, fetthaltigen Diät gefüttert, mehrere Wochen lang. Ähnlich, wie wenn sich ein Mensch langfristig ungesund ernährt. Verschlechtert sich der Zustand der Fische mit den Risikogenen schneller als bei den Fischen ohne Gendefekt? Nach der cholesterinreichen Diät entwickeln die Zebrafische ähnlich wie bei Menschen
Fettablagerung in den Gefäßen, also in den Venen und in der Aorta. Und diese Fettablagerung kann man beim Zebrafisch, anders als beim Menschen, unter Mikroskop sehr genau studieren und anschauen. Die Forscher sehen also, wie die Blutgefäße der Fische mit Gendefekt langsam verstopfen. Eine der häufigsten Ursachen für einen Herzinfarkt, auch beim Menschen. Die Fische dienen als Modell, um die Grundprinzipien der Risikogene zu erforschen. Sie könnten helfen, neue Medikamente zu entwickeln für Risikopatienten wie Hans Weisbart. Heribert Schunkert ist Kardiologe am Münchner Herzzentrum und ebenfalls an den Lübecker Studien beteiligt. Er hat täglich mit Patienten wie Hans Weisbart zu tun und weiß, die Gene spielen beim Herzinfarkt eine entscheidende Rolle. Wenn so eine Dichte von Erkrankungen in einer Familie vorkommt, dann müssen wir schon von einem erhöhten erblichen Risiko ausgehen. Auf der anderen Seite sieht man auch, ja, dass Herr Weisbart ein gesundes Leben geführt hat und bis dato zum Glück noch nicht vom Herzinfarkt betroffen ist. Was passiert, wenn man ein ungesundes Leben führt, beobachtet Heribert Schunkert in seinem Klinikalltag. Hier hat er ständig mit verstopften Blutgefäßen zu tun. Wie bei diesen Patienten werden dabei meist sogenannte Stents eingesetzt. Winzige Röhrchen aus Metall, die die Blutgefäße offen halten. Der Einsatz von Stents wird oft kritisiert. Doch in Zukunft könnten solche Reparaturen überflüssig werden. Denn die Forscher suchen nach neuen, individuellen Medikamenten, die wirken, bevor die Gefäße verstopfen. Wenn wir 5 oder 10 Jahre weiter sind, dann werden wir vielleicht für den einen Patienten das eine Medikament und für den anderen Patienten ein anderes Medikament haben, was eben für ihn individuell das Risiko senkt und manche Medikamente vielleicht auch für alle Patienten. Aber es wird nicht ausreichend sein, mit einem Wirkstoff zu Werke zu gehen. Hans Weisbart und seine Familie könnten davon profitieren. Eine Ultraschalluntersuchung beunruhigt ihn. Seine linke Herzkammer pumpt nicht so, wie sie soll. Möglicherweise die Spätfolge einer Herzmuskelentzündung vor 15 Jahren. Wenn man eine eingeschränkte Funktion der linken Herzkammer hat, dann denkt man natürlich darüber nach. Und man verhält sich anders. Also ich habe eine andere Lebensweise mir angewohnt, dass ich einfach etwas alles ruhiger nehme. Also nicht mehr in der Hektik, in der ich ja früher unterwegs war. Als nächstes möchte Hans Weisbart einen Gentest machen, um sein persönliches Herzinfarktrisiko bestimmen zu lassen. Die Herzforscher wollen nun größere Teile der Bevölkerung auf neue Risikogene untersuchen. Ihr Ziel? Herzinfarkt frühzeitig erkennen und behandeln. Ja, das wird garantiert so kommen und es wird wahrscheinlich für alle genetisch bedingten Erkrankungen gelten. Schon wenn wir auf die Welt kommen, wird man wahrscheinlich eines Tages die Gene checken und dann unseren Enkeln Auskunft geben, wann sie mit welcher Wahrscheinlichkeit welches Leiden bekommen und wie sie sich davor vielleicht schützen können, also wie sie zu leben haben. Und da wird die generelle Empfehlung lauten, das haben alle bisherigen Studien gezeigt, werde reich und gebildet. Die Gesundheit hängt vom sozialen Status ab. Wer arm und arbeitslos ist, wird auch eher krank. Aber weil der soziale Status sich nicht so einfach ändern lässt, bleiben wir mal bei konkreten, umsetzbaren Empfehlungen. Wie kann man sich vor Herzinfarkt schützen? Also, was ich von Herzen mag, ist leichter Ausdauersport. Radfahren zum Beispiel. Neueste Studien zeigen, dass mir extremes Training dagegen eher schadet. Etwa ein Marathon. Der Herzmuskel wird dabei nämlich zu stark beansprucht. Also besser, moderates Joggen. Bei Frauen verändert sich das Herz durch intensiven Sport angeblich weniger als bei Männern. Liest man jedenfalls oft. Wissenschaftlich bewiesen ist das aber nicht. Gar nicht ausstehen kann ich Rauchen. Forscher haben ausgerechnet, dass 40% aller Tabaktoten nicht an Lungenkrebs, sondern an Herzproblemen sterben. Und das Glas Rotwein am Abend? Ja, da scheiden sich die Geister. Der Alkohol tut mir gar nicht gut. Die sekundären Pflanzenstoffe der Traube aber sind gesund. Wer mir wirklich was Gutes tun will, ist frisches Obst. Äpfel enthalten Flavonoide.
fleißige Helfer im Kampf gegen böses Cholesterin. Fettes Fleisch bewirkt das Gegenteil. Es fördert das schlechte Cholesterin im Blut. Die Adern verstopfen, das Infarktrisiko steigt. Bananen sind immer willkommen. In ihnen steckt extrem viel Kalium und das senkt den Blutdruck. Wem schmeckt, der darf mir auch gern ein- bis zweimal pro Woche einen dicken Fisch angeln. Darin sind jede Menge Omega-3-Fettsäuren. Am besten Seefisch, wie Makrele oder Thun. Wenn kein Date ansteht, freue ich mich über ordentlich Knoblauch. Was für das Aroma sorgt, heißt Allicin und verbessert die Durchblutung, weil es die Gefäße erweitert. Unbedingt vermeiden permanenten Stress. Denn der macht nicht nur die Psyche krank, sondern bringt auch mich zum Rasen. Zum Dampfablassen nach einem langen Arbeitstag finde ich Yoga richtig gut und sag herzlichen Dank. Herzlichen Dank können auch die Forscher in einem Meeresaquarium auf einer kleinen Insel vor Honduras sagen. Denn dort ist eine unglaubliche Geschichte passiert. Ein Delfin tauscht freiwillig sein Leben in Freiheit gegen ein Leben in Gefangenschaft ein. Ein Glücksfall für die Forschung. Große Tümmler zählen zu den intelligentesten Tieren auf unserem Planeten. Ihre Kommunikation kennt fast 100 Töne und Laute. In der Regel leben sie in engen sozialen Verbänden von bis zu 20 Tieren. Alleine zu sein, ist wieder ihre Natur. Doch irgendwo in der Karibik muss bei einer dieser Gruppen eine Katastrophe passiert sein. Nur ein junges Männchen überlebt. Delfine scheinen Trauer empfinden zu können. Stundenlang umschwimmen sie ein totes Tier und erzeugen mit ihrem Blasloch und dem Nasengang Geräusche, die wie Klagegesänge klingen. Irgendwann muss der junge Delfin allein weiter. Vor der honduranischen Insel Roatan hat das junge Männchen eine Begegnung. Nach dem ersten Schreck merkt das Tier schnell, diese Lebewesen sind zu langsam, um ihm gefährlich zu werden. Das Männchen folgt dem Tauchboot über Kilometer und gelangt in eine kleine Bucht, wo eine Gruppe von Artgenossen lebt. Im Anthony's Key Dolphin Center leben 22 Delfine. Nicht nur für Touristen ist die Anlage ein Magnet. Es gibt Delfintherapien. Und man versucht, einheimische Kinder für den Naturschutz zu begeistern. Auch Delfinforscher finden einzigartige Bedingungen vor. So wie die Biologin Terry Bolton, die hier das Verhalten der Tiere untersucht. Über Wochen treibt sich das einsame Männchen an der Umzäunung herum und nimmt Kontakt zu den Artgenossen auf. There was a wild dolphin that showed up here 3 years ago. Als er vor 3 Jahren hier auftauchte, war er allein. Darum nannten die Trainer ihn Solo. Und wegen der Star Wars-Filme wurde daraus schließlich Han Solo. Terry befürchtet zunächst, der einsame Delfin sei krank und könne seine Artgenossen anstecken. Sie weist ihre Mitarbeiter an, ihn genau zu beobachten. Doch das Tier wirkt völlig gesund. Er verschwand einfach nicht. Wir sind mit unseren Delfinen immer wieder raus aufs Meer und zurück in die Anlage geschwommen. Und wie Sie sehen, ist das dünne Schutznetz, das die Anlage vom offenen Meer abgrenzt, kein echtes Hindernis. Von daher hatte er natürlich schon Kontakt mit ihnen. Nach 6 Wochen schließlich trifft Terry eine Entscheidung. Sie öffnet einen kleinen, abgesperrten Bereich des Geheges. Hier bleibt Han Solo zunächst, allein in Quarantäne.
Die erste Hürde der Gefangenschaft, die Umstellung von selbstgejagtem auf toten Fisch, gelingt problemlos. Han Solo und Terry haben schon bald ein besonderes Verhältnis. Doch dann kommt die zweite Hürde. Wie reagieren die Artgenossen auf den Fremdling? Entgegen ihres freundlichen Images sind große Tümmler ziemlich rabiat. Und tatsächlich kommt es zu heftigen Rangkämpfen. Doch schnell hat sich Han Solo seinen Platz in der Gruppe erobert. Aber wie unterscheiden sich Verhalten und Fähigkeiten von Delfinen, die in Freiheit geboren wurden, von denen, die in Gefangenschaft aufgewachsen sind? Um dies herauszufinden, beginnt Terry mit Han zu trainieren. Ein anfangs mühsamer Prozess. Oft verwechselt Han Aufgabenstellungen oder braucht mehrere Anläufe. Und Terry weiß nicht, weigert er sich, versteht er nicht oder ist er nicht intelligent genug. Mit einfachen Mustern auf Karten testen die Forscher das Abstraktionsvermögen des Delfins. Jede Karte stellt eine Aufgabe dar. Der Kreis auf dem Schild bedeutet drehen. Han muss also das geometrische Muster mit einer Bewegung verbinden. Es sieht so aus, als seien Tiere, die in Gefangenschaft aufgewachsen sind, schneller in der Lage, die Übungen zu begreifen. Terrys Versuche sind nur erste Schritte, um zu verstehen, wie sich gefangene und frei lebende Delfine unterscheiden. Han braucht ein bisschen, um eine Aufgabe zu kapieren, aber dann ist er richtig gut. Er ist echt clever. Ein Jahr nach Hans Ankunft öffnet Terry die Abgrenzung zum Meer. Ein gewagtes Experiment. Wie vor einem Jahr folgt Han Solo einem Boot, nur in die andere Richtung. Er könnte jederzeit im unendlichen Blau des Ozeans verschwinden. Zunächst sucht er noch den Kontakt zu seinen Trainern. Doch Han Solo genießt auch sichtlich den unendlichen Raum, der ihm und seinen Artgenossen plötzlich zur Verfügung steht. Wird er wieder dahin verschwinden, wo er hergekommen ist? Das Forscherteam wartet gespannt auf seine Entscheidung. Doch Hans Verhalten zeigt eindeutig, er hat sich entschieden für ein Leben mit den Menschen. Ja, seine Neugier hat sich der Delfin in der Station ja übrigens nicht nehmen lassen. Bei seinen Ausflügen schwimmt er schon mal 100 Kilometer um die gesamte Insel. Wie kaum ein anderer Ort steht Grönland vor einem dramatischen Wandel durch die globale Temperaturerhöhung. Das Eis schmilzt immer schneller. Die jüngste Forschung vom Alfred-Wegener-Institut hat gezeigt, dass seit 2009 der jährliche Eisverlust sich verdoppelt hat. Und das heißt nicht einfach nur abschmelzen. Im Inneren der Gletscher scheinen sich riesige Schmelzwasserseen zu bilden, die das Eis immer weiter aushöhlen. Der grönländische Eisschild. Eine riesige Eismasse. Fünfmal so groß wie Deutschland und bis zu mehreren Kilometern dick. So friedlich das Grönlandeis auch wirkt, es ist ständig in Bewegung. Und zwar schneller als erwartet. Seine komplexe Dynamik zu entschlüsseln, ist das Ziel eines Forschungsteams des Alfred-Wegener-Instituts. Bislang können die Forscher Eisschmelze und die Eisbewegungen nicht voraussagen. Allein die Temperaturunterschiede innerhalb des Eises sind enorm. Deswegen sind Gletscher als Klimaindikatoren auch noch ungeeignet. Kuhn Hofstede und sein Forscherteam wollen das ändern. Ich mag einfach Gletscher, die großen Eisschilder. Ich finde sie faszinierend. Ich will wissen, wie sie sich bewegen, was sie machen, welchen Einfluss das Klima hat. Aber mein Hauptthema ist, wie kann sich das Eis so schnell ins Meer bewegen? Auf dem Eis wird das Team in einem provisorischen Zeltcamp 2 Wochen lang forschen. Hofstedes Versuchsaufbau. Mit seismischen Sprengungen will er versuchen, durch das Eis unter ihm hindurchzuschauen. 2 Tage braucht er, um die Messapparatur aufzubauen. Es ist sein mobiles Forschungslabor. Ich nenne es Schneestreamer. Es ist ein Kabel mit einer Art Mikrofone.
Das sind diese kleine Einheiten hier. Wir nennen sie Geophone. In ihrem Inneren schwingen frei bewegliche, sensible Sensoren, die kleinste Vibrationen im Eis registrieren können. Während Hofstede die Instrumente aufbaut, bereitet sein Team die Sprengungen vor, deren Echos im Eis er später aufzeichnen will. Auf einer 10 Kilometer langen Strecke flaggen die Wissenschaftler im Abstand von 50 Metern eine Sprenglinie aus. An allen Positionen bohren sie tief ins Eis und deponieren dort jeweils ein halbes Kilo Dynamit. Bei minus 20 Grad Celsius Schwerstarbeit. Mit dem Hightech-Streamer auf dem Schlitten kann die Reise ins Innere des Eises beginnen. Wichtig sind die Detonationswellen in den Untergrund. Überirdisch ist die Energieentladung für die Forscher eigentlich uninteressant. 2, 3. Ja, komm her! Die seismischen Wellen dieser Sprengungen durchdringen den Eispanzer. Der Untergrund reflektiert sie. Diese Reflexionen sind es, die als wertvolles Datenmaterial wieder an die Oberfläche des Eises gelangen. Hofstedes Streamer zeichnet tausende Einzeldaten auf. Das sieht sehr gut aus. Der Reflexionskoeffizient der seismischen Wellen deutet auf einen Eiswasserkontakt mitten im Eis hin. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich einen subglazialen See gefunden. Ein Gletscher ist nicht einfach ein großer Eiswürfel. Ihn durchziehen Kanäle und Seen. Er bewegt sich auf Gestein, Geröll. Ein komplexes Zusammenspiel, das den Forschern eine Prognose über Gletscherbewegungen schwer macht. Aber immerhin, Hofstede hat mit der Entdeckung des Gletschersees ein Mosaiksteinchen zur Lösung dieses Rätsels gefunden. Die Hälfte allen Eises, das sich zum Meer bewegt, rutscht durch diese Gletscher. Hier sind es sogar mehr als 90%. Doch genau diese Bewegung ist am schwersten vorherzusagen. Wir müssen noch viel lernen. Das Problem der Klimaforscher sind die vielen Einflussfaktoren für die Eisschmelze und Gletscherbewegungen. Es gibt zwar Ergebnisse, aber die sind nicht mehr als ein Teil der Wahrheit. Die Grönländer selbst sehen den Klimawandel ja eher mit zwiespältigen Gefühlen. Das traditionelle Leben verschwindet auf der einen Seite, aber gleichzeitig legt die Eisschmelze ja Bodenschätze frei. Öl, Metalle, sogar seltene Erden gibt es dort in großen Mengen. Grönland steht vor gewaltigen Veränderungen. Wir verändern uns jetzt auch. Wir hören nämlich auf. Bis morgen wieder. Bis Nano.